Herzlich willkommen zum heutigen Online-Seminar der Bucher GmbH. Ich habe mich heute extra auf meine virtuelle Wiese gesetzt, damit ich ein bisschen frische Luft habe. Und wie immer biete ich jedem Teilnehmer das Du an. Also wer möchte, der kann mich gerne mit Wolfgang ansprechen. Dann kommen wir mal gleich zur ersten Folie. Die hole ich jetzt mal auf dem Bildschirm her. Und da möchte ich euch fragen, ob ihr die jetzt seht. Also ihr könnt die Folie sehen, hoffe ich mal. Gut, dann gehen wir weiter. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Wolfgang Bucher. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, Entwickler der Bucher Coaching Systems. Wir entwickeln Produkte im Bereich der Komplementärmedizin, also ergänzend zur Schulmedizin. Auch diesmal wird das Seminar wieder aufgenommen, jedoch werden aus Datenschutzgründen keine Teilnehmer im Video sichtbar sein. Also niemand ist da dann sichtbar und ihr könnt das Video deswegen einfach anlassen. Aber da es letztes Mal so viele akustische Störungen gegeben hat, versuchen wir heute mal bei allen Teilnehmern das Mikrofon ausgeschaltet zu lassen und nur wenn jemand was sagen möchte, dann das Audio einschalten, links unten, da gibt es so ein Mikrofonsymbol und dann was sprechen und danach wieder ausschalten. Gut, heute habe ich das Thema Quantenverschränkung mit der Remedy-Pyramide. Remedy Pyramid auf Englisch ausgedrückt. Und damit kommen wir auch gleich zum Thema, was man nämlich mit so einer Pyramide alles anstellen kann. Der eigentliche Sinn der Remedy Pyramid ist der, dass man praktisch eine direkte Verbindung zum Klienten oder auch Patienten herstellen kann. Beispielsweise kann man ja akustisch mit dem Klienten sich verbinden, indem man ihn anruft per Telefon. Oder man kann akustisch und optisch mit ihm kommunizieren, indem man zum Beispiel eine Videokonferenz macht, so wie wir das jetzt gerade machen. Das sind aber alles so technisch-physikalische Verbindungen. Und wir wollen ja aber eine direkte energetische Verbindung zu dem Patienten aufbauen, um eben Regulationsschwingungen zu übertragen. Und genau das versuchen wir über die Remedy-Pyramid. Und damit kommen wir zunächst mal zur Begriffserklärung. Ich zeige den Bildschirm jetzt nochmal neu. Und zwar geht es hier um den Begriff, Remedy erstmal. Also Pyramide dürfte ja klar sein, da brauche ich nichts erklären. Das ist eine Pyramide, aber warum Remedy? Remedy, das kann man übersetzen mit Abhilfe, Heilmittel, Hausmittel, Gegenmittel, Arzneimittel, Medikament oder auch Gegenmaßnahme. Das ist also nicht unbedingt ein Medikament im Sprachgebrauch, so wie man das Wort Medikament bei uns nimmt, als chemisches Mittel, das man schluckt, sondern es kann genauso gut eben eine Affirmation sein oder eine Art Hilfsmittel, das man einsetzen kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Deswegen Remedy Pyramid, also praktisch eine Pyramide, mit der man etwas erreichen kann, ein Ziel erreichen kann. Die Übersetzungen hier, die sind von leo.org. Das ist ein ganz tolles Art Wörterbuch, wo man also solche Begriffe wunderbar nachgucken kann. Dann das Zweite, was mir wichtig ist, ist, was ist eigentlich das Konzept einer Pyramide? Und dazu können wir uns mal anschauen, wie so eine Pyramide aufgebaut ist. Wir haben hier unten in dem unteren Bereich praktisch eine grobstoffliche Pyramide. Also die kann man anfassen, da ist Materie. Diese Pyramide steht auf dem Tisch zum Beispiel. Und darüber gibt es eine
feinstoffliche Pyramide, die genau auf dem Kopf steht und mit der Spitze sozusagen die Spitze der anderen Pyramide berührt. Und das kann man sich so vorstellen, wenn man die grobstoffliche Pyramide hier einfach die Kanten verlängert nach oben, jede der vier Kanten, dann ergibt sich sozusagen oberhalb der stofflichen Pyramide eine virtuelle oder feinstoffliche Pyramide und die Kanten, die verlängern sich einfach unendlich nach oben. Das bedeutet, ich habe also eine unendliche Menge an Universum oder auch von diesem morphogenetischen Feld, in das diese Pyramide hineinreicht und die sammelt sozusagen hier dieses ganze, diese ganze Energie und schickt die nach unten auf diese Spitze der anderen Pyramide. Diese kann dann das übernehmen und in den Raum abgeben, wo sie steht. Kommen wir mal dann dazu, wie die Pyramide genau aufgebaut ist. Wir haben hier eine aus Epoxidharz gegossene Pyramide. Die ist am Anfang, das ist wie so eine Art zähflüssige durchsichtige Masse und in die kann man dann Objekte reinstecken. Und wenn das dann aushärtet, dann ist es tatsächlich fast wie Glas. Es ist sehr hart, es ist komplett durchsichtig und in diese Pyramide haben wir also verschiedene Dinge eingebaut. Zunächst mal unter der Pyramide gibt es einen Holzsockel, der da drunter ist. Und der hat eine Beleuchtung eingebaut. Also wenn man die Pyramide dann einsteckt, dann kann die auch wunderbar als Dekorationselement dienen und wird dann schön beleuchtet. Die leuchtet dann von unten in die Pyramide hinein und die Pyramide strahlt dann praktisch Licht ab. Und das ist deswegen auch ein wunderbares, kann man sagen, Deko oder Objekt, das man hinstellt, wo man auch so einfach durch drauf gucken Freude haben kann. Dann gibt es hier diesen PLA-Sockel. Ich zeige die Sachen nachher noch einzeln. PLA ist ja dieser Biokunststoff. Dann haben wir hier Kupferspäne drin. Dann darüber sind so kleine blaue Quarzsteine. Dann kommt hier so ein, was ist das? Einfach so ein rundes Blatt Papier wahrscheinlich oder eine Folie, wo dieses Ohm-Zeichen drauf ist. Und dann darüber schwebt dann sozusagen diese Amethystkugel. Und ganz oben gibt es noch so einen Schutz, auch so eine Art Kappe, die ich da drauf gesetzt habe, weil diese Pyramide verdammt spitz ist. Also wenn man da mit dem Daumen drauf drückt, dann kann man anschließend den Blutzucker messen. Okay, also nehmen wir hier eine Pyramide. Also zum einen ist sie wirklich sehr spitz, wenn man das hier so anguckt. Und da das wie Glas ist, ist das wirklich sehr scharf. Von unten, ich zeige es mal von unten, dort sind diese Kupferspäne drin und dann haben wir als nächstes diese blauen Steinchen da drin, so fast transparent durchsichtig. Darauf ist dann dieses Ohm-Symbol, so rum gehört es eigentlich hin, das Ohm-Symbol und darüber schwebt dann sozusagen dieser Amethyst, diese Amethystkugel. Das haben wir also verwendet dazu und ich gehe noch mal in die Freigabe hinein. Und die einzelnen Teile würde ich jetzt kurz erklären. Der Sockel, den wir da drunter haben, der ist erstmal aus Holz. Der hat ein LED-Licht eingebaut. Ich hole den mal hierher, dann kann ich den nebenher ein bisschen zeigen. So ein LED-Licht mit drin und wir haben ein Anschlusskabel mit einem Stecker dran. Wir haben ein USB-Netzteil, kann man auch abziehen. Und man kann da auch, wenn man möchte, wo habe ich jetzt die Powerbank hin?
Finde ich die gerade gar nicht. Man kann auch eine Powerbank nehmen und kann, ach, die habe ich zum Laden hingehängt, und kann dann diesen USB-Stecker in diesen Akku reinstecken, falls jemand beispielsweise am Bett, wenn er diese Pyramide am Bett aufstellt und da keinen Strom von der Steckdose haben möchte, dann kann man also auch ein paar Stunden einfach über eine Powerbank dann diese Leuchte nutzen. Und wenn mal das Handy unterwegs ausgeht, kann man das mit der Powerbank auch aufladen. Das ist das Praktische dran, dass man einfach länger mit dem Handy unterwegs telefonieren kann. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Wir gehen ja von unten nach oben innerhalb der Pyramide. Und da haben wir diesen PLA-Sockel. Das ist praktisch dieser hier. Jetzt schalte ich mal kurz die Freigabe wieder ab, damit ich das groß zeigen kann. Das ist dieser PLA-Sockel. Der ist erstmal aus diesem Biokunststoff. Ich habe mal so eine Spule hingelegt, dass ihr das mal sehen könnt. Das ist praktisch für meinen 3D-Drucker ein Material, das ich in den 3D-Drucker einspannen kann. Und hier ist dieses sogenannte Filament, einfach ein langer Stab, der hier rumgewickelt ist. Und der wird dann praktisch im 3D-Drucker geschmolzen bei circa 230 Grad. Und dann baut er aus diesem geschmolzenen Material dann diese Pyramide oder den Sockel oder was ich halt immer konstruiert habe auf und druckt das dann aus. Ist ein bisschen zeitaufwendig, also für eine solche, so eine Platte hier drunter braucht der so circa 30 Minuten. Aber das kann er alleine machen, also ich muss da ja nicht dabei stehen. Ich muss nur ab und zu gucken, nicht, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber da ist eine Kamera dran. Ich kann also von überall, wo ich bin, mit der Kamera kurz drauf gucken, ob alles läuft. Und notfalls könnte ich sogar abschalten über Handy. Gut. Außerdem ist bei diesem PLA-Sockel, habe ich hier Lüftungslöcher reingebaut. Das sieht man hier ein bisschen vielleicht. Weil diese LED, obwohl es ja LED ist, eigentlich nicht warm wird, aber ein bisschen Wärme entsteht auch und die kann dann da abgeleitet werden. Und dann ist das Allerwichtigste an dem Sockel, dort ist auch dieser Verschränkungscode eingedruckt. Wenn man hier guckt, müssen wir gucken, wie rum ich es halten muss, so rum, da haben wir obendran die Nummer des Therapeuten, also jeder Therapeut, der eine Pyramide bestellt, bekommt hier eine eindeutige Nummer. Die wird hier oben eingedruckt in dreidimensional und unten drunter, praktisch hier unten, kommt dann die Klientennummer und die ist immer fortlaufend, sodass also theoretisch ein Therapeut circa 9000 Pyramiden bei mir bestellen könnte, wenn er so viele Patienten hätte. Also wir sind da nicht von der Menge her begrenzt anhand der Nummer. Aber diese Nummer ist praktisch für jede Pyramide individuell, wie eine Art Seriennummer, die wir hier vergeben haben. Und damit können wir diese Quantenverschränkung durchführen. Gehen wir mal weiter. Ja, wegen der Spitze nochmal. Ich habe hier oben ja diese Spitze hingemacht, weil das unheimlich mir gefährlich schien. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind mit dem Kopf auf diese Spitze fällt, dann weiß ich nicht, ob das überleben kann. Deswegen, ich will mir das auch gar nicht vorstellen, was da passiert. Hier kommt eben diese Spitze drauf, die oben etwas abgerundet ist, damit man dort also ungefährlich, also jetzt ist es wirklich so, dass eigentlich nichts mehr passieren kann. Das ist jetzt so nicht mehr scharf, dass das keine Gefahr mehr darstellt. Übrigens, die Originalpyramiden, die es gibt, in Gizeh oder die in Ägypten, hatten auch ursprünglich oben so eine Art Kappe drauf. Ich glaube, die war vergoldet sogar. Und deswegen, also wir sind hier auch ähnlich wie die Originalpyramiden. Das war es eigentlich bezogen auf den PLA-Sockel. Gucken wir mal weiter.
Das nächste wären die Kupferspäne. Da schalte ich jetzt wieder um auf den Bildschirm. Die kommen jetzt als nächstes. Unten in der Pyramide sind ja diese Kupferspäne eingearbeitet und die haben vor allem ausgleichende Wirkung. Die lassen die Schönheit erkennen, die spenden Mut, die steigern das Selbstbewusstsein, beflügeln die Fantasie und Kreativität, steigern die geistige Entwicklung, verbessert den Kontakt zu Freunden und zur Familie. Deswegen ist es auch so gut, wenn man die dann in der Wohnung aufstellt, weil dann alles wieder ein bisschen harmonischer ist. Fördert den Gerechtigkeitssinn und dient natürlich auch als Ritual sozusagen, auch als Antenne für die Informationsübertragung. Dann als nächstes darüber, über den Spänen, sitzen diese kleinen blauen Quarzsteinchen. Die haben Eigenschaften, dass sie zum Beispiel Gelassenheit und Durchhaltevermögen fördern. Durchhaltevermögen ist ja gerade sehr wichtig, bezogen auf Verhaltensmuster. Also wenn ich jetzt ganz einfach zum Beispiel rauche und das ein blödes Verhaltensmuster ist, das mich langfristig Richtung Krankheit schiebt. Wenn ich dieses Verhaltensmuster aufhören will, will es ersetzen durch Sport, durch ein Waldbaden, durch ein Buch lesen, dann wird es eben durch diesen blauen Quarz unterstützt und deswegen ist der da drin, weil der einfach das Durchhaltevermögen für solche Änderungen, die es im Leben der Menschen gibt, unterstützt. Nimmt auch die Angst vor Versagen. Es gibt ganz viele Menschen, die Dinge gar nicht angehen, gar nicht starten, weil sie schon so Angst vor dem Versagen haben und diese Depression, die dann darauf folgt, weil sie es nicht geschafft haben, die möchten die schon mal gleich vermeiden. Deswegen sagen auch so viele Raucher, ach, ich will gar nicht aufhören, ich will weiter rauchen, obwohl im Bewusstsein ganz klar verankert ist, dass das der Gesundheit nicht gut tut. Dann bewirkt dieser blaue Quarz auch, dass die Nerven beruhigt werden, auch dass die Vitalität steigt und vor allem verleiht er eine Portion Ehrgeiz. Ehrgeiz ist eigentlich auch wichtig, denn wenn ich nicht die Motivation habe, was in meinem Leben zu ändern, dann bleibt es einfach, wie es ist. Also möchte ich hier auch das ein bisschen unterstützen. Und er bewahrt auch vor Depression und Tatenlosigkeit. Depression, natürlich schafft man manchmal Dinge nicht, die man sich gesetzt hat. Und anstelle dann in eine tiefe Depression zu fallen und zu sagen, oh Mist, ich habe es nicht geschafft, ich höre auf mit dem Zeugs, ich will gar nichts mehr wissen, sollte man das eher als Erfahrung nehmen, um einen neuen Anlauf zu nehmen und wieder neu das Gute zu versuchen. Und mit einher geht dann oft auch eine sogenannte Tatenlosigkeit, wo man einfach wie gelähmt dasitzt und die Dinge auf einen einstürzen. Und das soll eben auch dieser blaue Quarz etwas verbessern. Dann darüber ist dieses Om-Zeichen. Das ist praktisch eine Silbe im Sanskrit und als Zeichen oder als Silbe heilig, zum Beispiel bei Hindus oder Buddhisten. Der Klang, aus dessen Vibration das ganze Universum entstand. Das ist auch interessant. Also laut Hindus und Buddhisten ist praktisch das ganze Universum aus dieser Vibration dieses Klanges entstanden. Mich erinnert das einfach ein bisschen an Urknall. Und wenn man denkt, wie lange dieses Konzept schon existiert mit diesem Om und dass sie das damals schon sich so vorgestellt haben, dass es eine Art Urknall gibt, wo dann alles daraus entsteht, ist schon erstaunlich. Für die Hindus und Buddhisten ist das die reinste Form der Energie und es intensiviert insbesondere die spirituelle Erkenntnis und der Klang dieses, man nennt es auch Mantras, beeinflusst dann das gesamte Energiefeld in der Umgebung positiv. Es gibt auch die Definition des AOM, also Om ist praktisch sozusagen eine Lautschrift, aber eigentlich wird es geschrieben AUM.
Und das A repräsentiert Vishnu, das U Shiva und das M Brahma. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sind, kann man da Götter dazu sagen? Ich weiß es nicht genau. Figuren, die eben bei Hindus und Buddhisten wichtige Glaubenspersonen oder Persönlichkeiten sind. Außerdem bedeutet das AUM auch den Wachzustand, das Träumen und den Tiefschlaf. Also das sind alles Dinge, die wir sehr gut bei einer Übertragung gebrauchen können. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass wir das damit drin haben. Dann kommen wir noch zum obersten Bereich der Pyramide. Das ist diese Amethystkugel, die oberhalb von diesem Ohm-Zeichen schwebt. Und die hat praktisch folgende Eigenschaften. Sie reinigt den Geist. Das ist ja das, was wir brauchen. Wir müssen, was gleich als nächster Punkt dran steht, überflüssige Gedanken und Empfindungen reinigen. Wir müssen falsche Verhaltensmuster erkennen. Ich muss erkennen, das, was ich da jedes Mal mache, wenn die Situation kommt, ist das Falsche. Ich muss das ändern, ich muss das anders machen. Ich muss das durch ein gesünderes Verhaltensmuster ersetzen. Und hier die Erkenntnis ist da eben sehr wichtig. Stärkung der Konzentrationsfähigkeit, Objektivität des Denkens. Ich glaube, das ist gerade das Hauptthema auf der ganzen Welt. Mein Gefühl ist gerade, dass es nur noch die eine und die andere Seite gibt, aber keiner macht sich mehr die Mühe, zu gucken, was ist denn wirklich, wie ist es denn wirklich, sondern es gibt nur noch irgendwie die Pole, Impfgegner, Impfbefürworter, Russland freundlich, Russland feindlich. Da gibt es irgendwie kaum noch was in der Mitte. Also jemand, der dann diese Dinge bewertet und objektiv anschaut, das fehlt, glaube ich. Deswegen ist das auch ein guter Stein, der momentan gebraucht wird. Er löst auch negative Energien, Blockaden, Hemmungen, wirkt befreiend und reinigend auf den Raum und natürlich auch dann auf die Menschen, die dort leben, spendet Wärme und Harmonie und bringt einen tiefen inneren Frieden. Deswegen ist der so wunderbar, dass der damit eingebaut ist in der Pyramide. Dann ist noch die Frage, was ist überhaupt Quantenverschränkung? Und da habe ich natürlich auch das Problem, das zu erklären, weil ich bin kein Quantenphysiker und wenn ich einer wäre, würde ich das erklären und wahrscheinlich würde es keiner verstehen. Was hat mal einer gesagt? Nach jahrelangem Studium der Quantenphysik bin ich jetzt immer noch verwirrt, aber halt auf einem höheren Level. Das ist also auch eine lustige Aussage, aber es zeigt so ein bisschen, dass man bei Antworten in der Quantenphysik automatisch bei einer Antwort vielleicht 10 neue Fragen auftut. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, dass dieses Phänomen der Quantenverschränkung nur in der Quantenphysik existiert, nicht in unserer klassischen Physik, wo ich Materie habe, wo ich eine Energie habe. Dort existiert das nicht, sondern nur in der Quantenphysik. Und ich möchte mal ein einfaches Beispiel machen. Ich weiß, jedes Beispiel hinkt, aber ich mache trotzdem dieses Beispiel mit einem Stück Holz. Ich habe ein Stück Holz und das Holz ist eine Einheit. Und wenn ich jetzt dieses Holz in der Mitte auseinandersäge, dann habe ich zwei Holzstücke. Und die beiden Holzstücke sind nicht mehr eine Einheit, sondern ich könnte das eine anzünden, das würde abbrennen und das andere würde noch existieren, weil das einfach dann zwei voneinander unabhängige Objekte sind. In der Quantenphysik kann das anders sein. In der Quantenphysik kann es sein, dass ich ein Stück Holz habe, das auseinandersäge und das Millionen von Kilometern auseinanderbringe, das eine Stück mit dem anderen, und trotzdem ist es immer noch eine Einheit. Das, was ich mit dem einen Holzstück anfange, ich könnte das zum Beispiel anzünden, passiert auch mit dem anderen Holzstück. Das fängt sofort auch zu brennen an, weil das einfach eine Einheit ist. Und das ist dieses Modell der Quantenverschränkung, das wir mit dieser Pyramide auch nutzen wollen. Das wäre es mir,
das, was wir in unserem Computer, in unserem System mit dieser Verschränkungs-ID machen, das soll direkt an der Pyramide auch passieren. Wenn wir also über die ID Daten schicken, Harmonisierungsdaten, dann sollen die in der Pyramide, die beim Patienten steht, auch ausgebreitet und abgestrahlt werden. Das ist sozusagen der Sinn dieser Quantenverschränkung. Das Radioniksystem, wie schon gesagt, und die Pyramide bilden dann diese energetisch verbundene Einheit, wie das Holzstück, das in der Quantenphysik seine Eigenschaften beibehält, obwohl es komplett voneinander getrennt ist. Was ich mit dem einen mache, passiert sofort auch mit dem anderen. Und das ist sogar bei Experimenten auch nachgewiesen. Also das ist jetzt nicht was, wo irgendjemand gechannelt hat oder wo man sich ausgedacht hat, sondern solche Dinge sind dann auch schon in der Quantenphysik mit Experimente nachgewiesen. Wir können die Information aber natürlich nicht nur in eine Richtung schicken. Das, was ich mit diesem Holzstück hier mache, passiert mit dem. Das, was ich mit dem mache, passiert mit dem. Das heißt, wir haben eine bidirektionale Kommunikation. Ich kann also scannen und ich kann auf der anderen Seite senden. Ich habe den Informationsfluss in beide Richtungen. Und durch die eindeutige Zuordnung über die Verschränkungs-ID in der Pyramide, sozusagen das, was in dem Sockel drin steht, und mit dem, was in der Klientenadresse, also in der Adresse im Vita-Coach hinterlegt ist, durch das schaffen wir diese Verschränkung. Und scannen würde ich immer empfehlen, dass man dem Patienten sagt, nimm mal, setz dich vor die Pyramide und schaue jetzt einfach auf diesen blauen Amethyst, auf die Amethystkugel. Konzentriere dich nur da drauf. Und in dem Moment würde ich den Scan starten und damit ist praktisch der Patient über diese Amethystkugel direkt mit unserem Radioniksystem verbunden und ich kann einen Scan durchführen. Genauso ist es auch mit dem Senden. Ich kann praktisch eine Sendung machen. Hier würde ich nicht empfehlen, dass der Patient da reinguckt, weil das einfach zu langwierig ist. Wir schicken ja die Schwingungen für Wochen ab. Da musst du ja nicht wochenlang vor der Kugel sitzen, sondern da wird praktisch die Information auf die Pyramide übertragen und sendet dann in den ganzen Bereich des Hauses oder des Ortes, wo sie aufgestellt ist, die Schwingung aus. Dann gehe ich mal weiter. Eine wichtige Frage ist natürlich auch der Preis. Was kostet denn so eine Pyramide? Wir haben uns gedacht, wir können das nicht so teuer machen, weil das sind ja Patienten, die das kaufen, die das für sich einsetzen. Und deswegen haben wir uns einen Preis überlegt, der heißt 58,50 Euro. Ich gehe mal kurz auf unseren Shop. Dort kann ich das zeigen. Hier haben wir also den Shop. Hier sind unsere Produkte. Die Seite heißt bu-c.de. Das ist nichts anderes als abgekürzt unsere Domain Bucher-Coaching. Also bu-c.de kommt man automatisch auf unseren Shop. Dort gibt es die Produkte. Und wenn man da guckt, gibt es hier alle möglichen Gruppen und eine Gruppe ist Informationsträger. Die Pyramide ist ja ein Informationsträger. Da klicke ich jetzt drauf und dann kommt hier gleich als erstes die Remedy Pyramid. Und ich lese mal kurz vor, was da dran steht. Quantenverschränkte Pyramide zur entfernungsunabhängigen Verbindung zwischen Klient und Therapeut kann für Scans und Sendungen verwendet werden. Und jetzt noch ganz wichtig, wenn Sie Therapeut oder Coach sind, dann bitte im Einkaufswagen den Coupon TC eintippen, dann kriegt der Käufer 10% Rabatt. Also wenn man Coach oder Therapeut ist, einfach das eintippen, dann kann man praktisch die Pyramide etwas teurer dann an den Patienten abgeben, hat auch was davon. Natürlich gibt es auch die Variante, dass jemand zum Beispiel sagt, du kriegst für mich die Pyramide, die kostet 150 Euro. Da ist dann einmal die ganze Hardware dabei und zum Zweiten auch gleich
ein Paket, um das Haus zu reinigen oder um die Partnerschaft zu harmonisieren oder Selbstvertrauen aufzubauen, dass er einen neuen Job kriegt. Also man kann die Pyramide dann auch, wenn man möchte, gleich mit einem Paket ausliefern und hat dann eben, macht dann eben einfach einen höheren Preis. Da möchten wir nicht vorschreiben oder irgendwas sagen, sondern der Therapeut kann das so machen, wie er es am besten denkt, dass es gut ist. Ich nehme das jetzt mal probehalber einfach mit in den Warenkorb. Ich klicke hier auf Hinzufügen und gehe mal dann in den Warenkorb hinein. Der sieht dann so aus. Ich habe vorhin einfach mal zur Probe ein Set Aura Coach dazu genommen. Da haben wir also den Basic Human Automodus, Interblend, die Hardware, den Wavemaster mit dem Tweaklight ist da auch mit dabei. Sind also insgesamt 5.138 Euro. Und hier wäre jetzt zum Beispiel eine Remedy Pyramid dabei. Und hier unten, da gibt es diesen Coupon-Code. Da tippe ich jetzt einfach ein TC, also Therapeut oder Coach, sage übernehmen. Und dann wird dieser Preis durchgestrichen und es stehen die 48,50 € dran. Und da kann ich dann sagen, ich will 5 von denen, dann habe ich welche da. Dann kann ich denen den Patienten verkaufen. Und natürlich, was auch möglich ist, man muss sie nicht verkaufen, man kann sie auch ausleihen. Wenn also jetzt jemand ein Problem hat, dann sage ich dem, nimm die Pyramide mit, dann bist du mit mir angeschlossen. Und dann trägt man diese Nummer bei dem Patienten ein und er zahlt dann halt, was weiß ich, 30 Euro im Monat dafür. Und wenn dann die Therapie abgeschlossen ist, gibt er die Pyramide wieder zurück. Ich nehme die Nummer wieder aus seiner Adresse raus und kann sie wieder jemand anderem geben. Also auch das ist möglich. Ich muss sie nicht verkaufen, ich kann sie auch ausleihen. Jetzt haben wir das also alles drin und dann kommen wir auf diesen Betrag und dort ist eben der Rabatt dann schon abgezogen. Ich wollte das mit dem Rabatt unbedingt machen, weil wenn Patienten auf unsere Seite gehen, sollen die ruhig sehen, wie viel die Pyramide kostet ohne diesen Rabatt. Deswegen steht dann, wenn man auf die Seite kommt, immer die 58,50 dran. Aber unsere Anwender möchte ich unterstützen, deswegen kriegen die 10 Euro. Das sind 20% Rabatt. Dann gucken wir mal weiter. Das war also jetzt dazu. Ja, gibt es bis hierhin Fragen? Ich wollte fragen, ob ich als Anwenderin mit dem Aura-Coach die Pyramide auch für mich selber benutzen kann. Das könnte man ja, wenn man zum Das würde ich Beispiel, gerne. wenn man zum Beispiel den Rechner mit dem Programm in der Praxis hat und gerne im Schlafzimmer, aber auch die Energien hat, die Pyramide Genau. oder die das Paket haben, dann hat man ja sowieso für sich selber schon eine Adresse aufgenommen und in diese Adresse wird dann mit einer Pyramide verknüpft. Und dann kann man die im Haus aufstellen, wo man sie gerne hätte, am Ruheplatz, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Also nicht überall eine aufstellen. Ich meine nur eine, die Ja. reicht nämlich fürs ganze Haus. Und wenn man dann eine Sendung macht für diese Adresse, dann ist automatisch die Sendung auch über die Pyramide abgestrahlt mit den Okay. zusätzlichen Und Infos. wird die Pyramide, hat die eine Schnittstelle dann mit meinem Aura-Coach? Also muss die Alle an den Produkte. Rechner angeschlossen werden? Nein, alle Produkte arbeiten mit diesen Pyramiden und den Anschluss, den zeige ich euch nachher jetzt gleich nach der ersten Fragerunde. Das Okay. kommt jetzt dann gleich. Okay, Es aber gibt dann habe ich schon keine. mal eine Pyramide für mich schon mal bestellt. Okay. Es gibt Okay. keine physikalische Anbindung. Das ist ja gerade der Unterschied zu diesen physikalischen Methoden, die wir haben. Sondern es ist eben diese Quantenverschränkung und die braucht kein Kabel, das geht kabellos. Okay, also wir gehen hier mal, wenn sonst, ich gucke mal, gibt es sonst eine Frage? Nein, dann gehe ich jetzt mal weiter. Jetzt kommen wir nämlich mal zur praktischen Anwendung des Systems und da wechsle ich zu meinem
Vita-Coach-Programm. Ich habe hier jetzt zwar den Vita-Coach gerade da, aber man kann jederzeit das im Aura-Coach, im Color-Tuning-Tao, das funktioniert überall. Das ist in jedem Programm möglich. Und funktionieren tut so, dass man praktisch zu den Klienten wechselt und dann sucht man sich einen Klienten aus, der so eine Pyramide kriegt. Zum Beispiel nehmen wir hier jetzt mal exemplarisch die Frau Maria Meier. Und dort gehe ich hier auf diesen Stift, das heißt, ich möchte den Klient bearbeiten. Das hier ist die gleiche Funktion, Klient bearbeiten. Und damit bin ich bei Ihren Daten, die sehe ich hier. Und da haben wir ja oben drüber so verschiedene Register, die man aufrufen kann. Zum Beispiel Einstellungen, was ist bei Aura und so weiter. Ein Klientenbild kann ich dazu nehmen. Und das ist jetzt neu dazu gekommen. Und zwar bei jedem Kunden. Also jeder kriegt das. Das ist nicht irgendwie kostenpflichtig oder so, sondern jeder kann das haben oder nutzen. Und man klickt da drauf und sieht dann erstmal dieses Bild. Das Bild ist jetzt schwarz-weiß und symbolisiert damit, dass keine Pyramide verbunden ist. Also wenn das schwarz-weiß ist, weiß man, keine Pyramide verbunden. Und ich möchte das jetzt erstmal aktivieren, deswegen klicke ich hier oben auf Remedy Pyramid als Scan- und Sendehardware verwenden. Zack, draufgeklickt und in dem Moment wird dann die Pyramide auch farbig. Dann brauche ich diesen Verschränkungscode. Das heißt, ich würde jetzt die Pyramide nehmen, würde die hier runter tun vom Sockel, würde die aufmachen. Die ist praktisch in den Sockel fest reingesteckt. Man kann sie aber aufmachen. Würde dann hier drin lesen, wie die Nummer ist. Andersrum, so rum. Und würde diese Nummer hier reinschreiben. Das mache ich jetzt mal. Also da steht jetzt in der Pyramide drin T1003 C1001. Das ist jetzt dieser Verschränkungscode, der unter der Pyramide sitzt. Und jetzt muss ich noch die Verschränkung auch starten. Und das macht man mit dieser Schaltfläche hier. Und jetzt muss man gucken, was für eine Hardware man hat. Also zum Beispiel, man hat unsere Lichtwelle oder man hat das Tweaklight oder man hat keine Hardware, sondern nur das Quantum Resonanz. Das ist auch möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Wavemaster mit Tweaklight habe, dann lege ich das Tweaklight in den Wavemaster ein und stelle die Pyramide oben auf das Glas vom Wavemaster drauf. Oder ich stelle es auf die Lichtwelle drauf. Oder ich stelle es auf den Computer drauf, zwischen Tastatur und Bildschirm bei einem Laptop, wenn ich nur die Quantum-Resonanz-Methode habe. Und dann drücke ich diese Schaltfläche. In dem Moment, wenn ich die drücke, wird über das Tweaklight oder über die Lichtwelle oder über das Quantum-Resonanz-Prinzip die Verbindung hergestellt. Und dann ist die Pyramide mit der Adresse verbunden. Ich mache das mal, ich drücke jetzt drauf. So, ihr seht, dass das kurz so hell wird, erstrahlt und dann wieder zurückblendet. Und jetzt hat die Pyramide eben hier unser Logo dabei, zusammen mit der Abkürzung BCS, das heißt ja Bucher Coaching Systems, das ist unser Programm. Und er schreibt drunter, dass es verbunden ist. Außerdem sieht man jetzt beim aktuellen Klient hier unterhalb der Adresse gleich, dass da auch Remedy Pyramid steht mit der entsprechenden ID, die ich hier vergeben habe. Wenn ich jetzt hier auf Schließen klicke, ist jetzt die Maria Meier immer verbunden mit dieser Pyramide. Ihre Adresse, wenn ich also an Sie was sende, wird immer die Pyramide T1003 C1001 verwendet. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ramosch Roland geht, warum habe ich denn dich überhaupt drin, Roland? Du bist hier irgendwie drin, wahrscheinlich als Versuchsobjekt vom letzten Mal. Da gibt es keine Pyramide. Der hat jetzt gerade keine. Aber wenn ich wieder zurückgehe zur Maria oder wenn ich zu mir gehe zum Beispiel, ich habe es natürlich auch gemacht. Ich habe mir, warte mal, wo bin ich denn?
hier bin ich. Ich habe mir auch eine Pyramide vergeben und die steht im Schlafzimmer. Dann sieht man das sofort, dass hier die Pyramide vorhanden ist. Und das war jetzt also die Aktion, die man macht, um die Pyramide, eine Pyramide mit einem Patienten zu verbinden. Ich habe es jetzt extra langsam gemacht. Es geht eigentlich sehr schnell. Man tippt auf, gehen wir nochmal hier zum Müller, geht da drauf, geht hier rein, geht zur Pyramide, sagt, ich möchte eine eingeben, gibt die Nummer ein. Sagt hier herstellen und schließen und jetzt ist die Pyramide verbunden. Genau diese Pyramide ist jetzt mit dieser Adresse verbunden. Und dann kann ich die Pyramide übergeben demjenigen und sagen, die hat jetzt eine Verbindung zu meinem System. So, wenn ich jetzt dann, wenn der jetzt nach Hause geht, die Pyramide aufstellt und ich möchte einen Scan machen, dann ist das die erste Variante, die man hat, einen Scan zu machen. Dazu klickt man im Beispiel hier beim Vita-Coach auf Scan, kommt dann hier in diesen Bereich hinein und da sehe ich auch schon unten die Pyramide stehen. Das ist jetzt eine Hardware, die genauso genutzt wird wie jede andere. Und wenn ich jetzt also hier auf Scan drücke, dann würde ich jetzt kurz den Patient anrufen, würde sagen, setz dich vor die Pyramide und schau ganz entspannt auf diese kleine Kugel hier. So, oh, gar nicht. Ich kann einen ganz normalen Scan machen, oder? Ja, einen ganz normalen Scan. Ich schalte nochmal die Mikros ab. Einen Moment. Kann ich jetzt gerade gar nicht. Das ist wegen der Freigabe. Das wechselt hier immer, aber ist egal. Okay, also wir haben also hier die Pyramide. Und wir haben dem gesagt, er soll auf die Kugel gucken. Und jetzt mache ich einen ganz normalen Scan. Drücke also hier, muss natürlich noch eine Datenbank auswählen, sonst meckert das System gleich. Ich möchte hier jetzt mal ein Check-up machen. Drücke hier dann auf Scannen. Und jetzt wird die Pyramide verwendet. Und da haben wir noch vor, dass wir an der Stelle hier, wenn eine Pyramide verbunden ist, die dann auch hier anzeigen. Das ist jetzt in der Version noch nicht der Fall, aber wenn die nächste Version rauskommt, dann sieht man hier dann die Pyramide stehen und die wird auch mit einem Licht angeleuchtet, nämlich genau mit dem gleichen Licht, das ich zum Scannen oder zum Senden gebrauche. Lassen wir den nochmal durchscannen. Im Moment sehe ich es gerade nur hier. Wenn ich da drauf gucke, dass eine Pyramide dran ist. Aber wie gesagt, später erscheint die dann hier auch an der Seite. Damit es richtig auffällig ist, damit ich das dann weiß, dass es jetzt über die Pyramide gescannt. Jetzt macht er gerade das Fraktal. Auch das holt er sich über die Pyramide. Und beim Fraktal haben wir auch was geändert, nämlich er zeigt jetzt die Fraktalfarben, die er nutzt, schon während dem Scan an. Wenn man also jetzt zum Beispiel aufs Tweaklight schauen würde oder auf, ja eigentlich haben wir nur das Tweaklight als farblich Leuchte, dann würde man hier schon beim Scannen der Fraktalgrafik erkennen, welche Farben benutzt werden für das Fraktal. Und später, wenn ich dann eine Sendung mache, werden natürlich diese Fraktalfarben, ich bin mal gespannt, was da im Hintergrund jetzt erscheint, auch beim Senden mit abgeschickt. Auch wieder über eine Farbleuchte. Wolfgang, vor dem Scan muss immer erst die Verbindung hergestellt werden. Das ist der erste Schritt, also diese Verknüpfung der Pyramide. Allerdings ist das nur einmalig zu machen. Du machst es nur einmal und dann gilt es für die nächsten 20 Jahre, bis der irgendwann mal die Pyramide zurückgibt oder bis der, was weiß ich, bis du ihm nichts mehr senden willst. Du musst und wenn ich das für mich selber mache, stelle ich erst die Verbindung her und dann mache ich die Scans. Und wann wird denn dann diese Schaltfläche Verbindung trennen? Wann wird denn die relevant, wenn ich das jetzt für mich selber benutzen würde? Wahrscheinlich gar nicht, weil wenn du die Pyramide immer nutzen möchtest, brauchst du die ja nicht trennen. Aber wenn zum Beispiel der Patient jetzt irgendein
der hat ein Problem mit dem Job gehabt, hat jetzt einen neuen Job bekommen und ist alles glücklich und er ist zufrieden, dann braucht er die Pyramide ja jetzt vielleicht für ein Vierteljahr nicht mehr. Dann gibt er die wieder zurück und dann würde ich praktisch bei der Adresse reingehen, würde auf Trennen klicken, die Nummer rauslöschen und jetzt habe ich die Pyramide da und kann sie einem anderen Patient geben. Muss die dann irgendwie gelöscht werden oder ich sag mal gereinigt? Oder Das passiert praktisch, jetzt ist ja der Scan fertig, ich zeige das einfach mal an dem Beispiel. Dann würde man hier wieder reingehen, würde sagen Remedy Pyramid und würde dann hier unten auf Verbindung jetzt trennen gehen. Dann wird auch wieder das aufleuchten, die Verbindung wird getrennt und jetzt wirkt die Pyramide nur noch als Pyramide. Sie sammelt Energie, sie hat Kupfer, sie hat Blauquarz, sie hat dieses Ohmzeichen, sie hat den Amethyst, aber es kommen keine Informationen mehr vom Radioniksystem an, weil ich die Verbindung getrennt habe. Also ich kann das einfach trennen, wenn ich möchte und Sinn macht es nur, wenn ich sie zurücknehme, weil ansonsten würde das ja nur Arbeit machen, wenn ich die Pyramide die ganze Zeit einbinde, rausmache. Das mache ich nur ein einziges Mal und dann bleibt es so lange verbunden, wie der Patient die Pyramide nutzt. Und mein Verstand, der hat jetzt ein kleines Problem, wenn ich jetzt das für mich selber benutze und ich mache einen Scan und lasse das dann meinetwegen, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Wochen laufen. Ja. Und möchte dann einen neuen Scan machen, weil ich merke, neues Thema, ich möchte jetzt nochmal was Neues Scan machen. Dann kann ich davon ausgehen, dass die Pyramide sozusagen sich wieder in den Originalzustand versetzt, weil ich möchte ja nicht die ganzen Informationen, die vorher drauf waren, nochmal gesendet bekommen. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Der Gedankengang ist insoweit nicht richtig, als dass die Pyramide nur ein Weitergabeinstrument ist, dessen, was wir senden. Wenn wir also hier hineingucken, ich verbinde die jetzt schnell nochmal, sonst kann ich nachher das Senden nicht zeigen. Die Pyramide macht genau das, was das Paket macht. Wenn ich also hier hineingehe und jetzt den zweiten Schritt mache, der Sendung, dann ist auch wieder die Pyramide aktiviert. Jetzt drücke ich hier auf Senden und dann wird das abgestrahlt. Und wir haben ja zweistufige Sendungen. Die erste Stufe ist, ich schicke das ganze Paket in das morphische Feld und beauftrage das morphische Feld, die Sendung alle 4 Stunden in Stärke 2500 für jeden Wochentag abzuschicken. Und genau das macht dann die Pyramide. Also wenn ich hier reingucke, ich breche das jetzt mal ab, ich gehe hier rein, habe ich hier beim Broadcast festgelegt, 4 Stunden senden vom 13.04. bis 11.05. jeden Wochentag, 24 Stunden am Tag, Intensität 2500. Genau das macht die Pyramide dann. Also sie sendet 4 Wochen lang dieses Paket, es sei denn, du stoppst das. Aber wenn du das nicht stoppst, dann wird das Feld mit der Pyramide diese Sendung machen. Und wenn du halt ein zweites Paket machst, eine Woche später, weil du noch etwas brauchst, dann ist ab der zweiten Woche, laufen dann 2 Pakete über die Pyramide. Das erste, das du vor einer Woche gestartet hast und das zweite, das du jetzt startest. Und ich meinte, wenn ich eine neue Initialmessung mache, also nicht jetzt irgendwie bei den Folgemessungen, sondern ich mache jetzt eine zweite Initialmessung nach 2 Monaten. Genau. Das meinte ich, ne? Also genau. Ganz neu. Beim Aura ist es dann noch ein bisschen anders, weil beim Aura-Coach kann man ja keine 2 Initialmessungen hintereinander machen und dann Folgemessungen. Das geht nur im Vita-Coach. Aber beim Aura-Coach ist es auch so, würdest du jetzt zum Beispiel heute eine Initialmessung machen und die abschicken, dann läuft die für 4 Wochen. Wenn du jetzt nach 3 Tagen schon sagst, ist mir egal, was vorher war, ich will jetzt eine neue Initialmessung machen, wird er eine neue Initialmessung machen. Damit wird aber die alte nicht gestoppt. Läuft weiter. Und jetzt hast du ein zweites Aura-Paket und schickst das auch an den Patienten ab. Und das läuft parallel mit dem ersten Paket. Und irgendwann ist dann das erste Paket beendet und das zweite läuft noch ein Stückchen und irgendwann ist das zweite Paket auch beendet.
Also das geht parallel, das muss nicht erst vorher abgeschaltet werden. Es muss auch nicht gereinigt werden, weil wir schicken nicht etwas auf die Pyramide, das dann abstrahlt, sondern die Pyramide strahlt das ab, was das Feld für das Haus und für die Menschen haben will. Verstehe. Mhm. Und in dem Moment, so wie es hier festgelegt ist, für diese Zeiträume. Und wenn der rum ist, wenn der Zeitraum vorbei ist, dann hört die Besendung von diesem Paket aus. Spätestens am 11.05. um 19.52 Uhr wird diese Schwingung hier nicht mehr gesendet. Die okay. hört dann einfach auf. Wenn kein Paket mehr läuft, dann ist es letztendlich so, dass die Pyramide für sich halt noch eine Wirkung hat durch die eingebauten Dinge. Aber es gibt dann kein Paket, wo ich jetzt dem irgendeine Schwingung von meinem Radioniksystem übertrage. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke. Gerne. Gibt es sonst noch eine Frage? Ich gehe noch mal rein. Wir haben also hier diese Dinge gefunden. Man würde jetzt ja erstmal die Dinge abfragen. Man würde dann einen Einleitungstext schreiben. Zum Beispiel, ich finde den optimalen. Ich habe noch eine Frage. Hallo. Ja, gerne. Ich wollte mal nachhaken. Also kann man die Pyramide jetzt auch unabhängig von den Aura, also von dem System überhaupt dann auch dann in Wohnzimmer oder Schlafzimmer einfach stellen, weil so wie ich es verstanden habe, das optimiert das Ganze ja, ne? Also das ist ja extra noch so eine Zusatzleistung, wo es das eventuell noch verbessert oder halt auch für den Patienten auch noch greifbarer ist, ne? Ist das so richtig? Habe ich das richtig verstanden? Absolut, ja. Also die Dinge, die ich erzählt habe mit den Kupferspänen, mit dem Blauquarz, mit der Amethystkugel, mit dem Ohm-Zeichen, mit dieser Energie da, die da drin ist, mit dem Sammeln der Energie, die aus dem Universum kommt. Das ist da, ob ich jetzt ein Paket schicke oder nicht. Das heißt, diesen Effekt habe ich immer das ganze Jahr über. Und wenn jetzt der Patient halt irgendein Gesundheits- oder anderes Problem hat, dann kann er ja dem Therapeut sagen, du kannst mir bei der und der Sache helfen. Dann kann der einen Scan machen über die Pyramide, er kann eine Sendung machen über die Pyramide und dann ist es wieder vorbei nach 4 Wochen und dann hat die Pyramide wieder nur ihre ureigene Wirkung und nicht mehr das, was ich mit dem Radioniksystem mache. Und auch wenn ich gar keinen Radioniksystem habe, kann ich als Patient natürlich auch so eine Pyramide einfach kaufen und im Haus aufstellen, als Dekorationsobjekt, als Harmonisierungsobjekt, damit ich eine schöne harmonische Beleuchtung habe, denn das Licht ist relativ stark. Ich zeige das mal gerade. So, hier ist die Powerbank. Dann sieht man mal auch, dass das funktioniert ohne Steckdose. Man steckt das einfach hier ein. Dann gibt es hier diesen Schalter. Den kann ich da einschalten. Und dann fängt es an zu leuchten. Also es ist sehr, sehr intensiv leuchtend. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel Pyramide draufstelle, dann ist die halt, das ist jetzt zu hell für die Kamera. Aber man sieht dann halt alles richtig schön beleuchtet. Schön. Dann sieht man so ein bisschen eine Goldfarbe von diesem Kupfer. Eigentlich sieht es eher nach Gold aus, aber es ist tatsächlich Kupfer. Und es ist so ein bisschen türkisblau durch diesen Blauquarz. Und die Kugel sieht irgendwie aus, wie wenn sie da in der Mitte schwebt, obwohl sie ja eigentlich in diesem Epoxidharz umschlossen ist. Aber da das eben durchsichtig ist, ist das relativ klar zu sehen, was da innen drin ist. Und ich schätze mal, mit so einer Powerbank kann man also sicher mit so einer kleinen hier eine Stunde oder länger das betreiben. Und wenn man eine größere kaufen würde, könnte man es die ganze Nacht machen. Und die kann man normalerweise so circa 1000 Mal aufladen, solche Powerbank. Gut. So hat man dann ein Objekt und ob man das jetzt, wie gesagt, mit unserem System einsetzt oder eben nur
ohne dieses, die Radioniksysteme. Das kann man machen, wie man gerne möchte. Meine es auch ganz oft an, einfach abends zum Beispiel, wenn man noch ein Weilchen im Bett liegt oder irgendwas spricht oder in der Richtung oder ein Buch liest, dann ist es einfach toll, wenn man so eine Beleuchtung hat. Zum Buchlesen reicht es aber nicht. Also da braucht man ein extra Licht. Okay. Habe ich sonst noch was hier? Das war erstmal das Wichtigste. Auch natürlich beim Senden soll hier auf der Seite dann eine Pyramide angezeigt werden, wenn eine verknüpft ist mit dem Patient. Dass das noch deutlicher rauskommt, im Moment sieht man das nur hier unten an dem kleinen Symbol, dass da eine Pyramide ist und das soll später eben hier groß angezeigt werden. Ich hab da auch noch eine Frage. Hörst du mich, Wolf? Ja. Ah, ich habe doch noch ein Mikro gefunden. Gut. Du weißt ja, ich bin immer noch old school. Ich sende mit der Diode und wenn ich jetzt die Pyramide als Sender nehme für meine Besendungen, muss ich die dann auch zuerst mit dieser Nummer mit dem entsprechenden Klienten verknüpfen, dann besenden, dann nachher wieder löschen und beim nächsten wieder verknüpfen und so weiter. Also wenn du nur eine Pyramide kaufst und die für 20 Patienten einsetzen willst, dann ist das tatsächlich so. Aha. Aber das ist ja auch zeitlich so, dass das mindestens 4 Wochen oder so bei einem Patienten bleibt. Oder man würde halt dann 2 oder 3 Pyramiden kaufen und würde dann jedem Patienten seine Pyramide geben. Und dann, wenn man eine Sendung macht, geht das immer an die richtige Pyramide, weil ja der Patient damit verknüpft ist. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt nur eine Pyramide hätte und 20 Patienten, dann müsste ich immer die eine Pyramide wieder löschen. Das geht aber auch sehr schnell. Ich mache das mal hier. Ich gehe hier zu Klienten. Ich gehe zu Bearbeiten. Ich gehe zu Remedy und sage Löschen. Zack, jetzt okay. Ist sie weg. Jetzt kann ich auf Schließen gehen und jetzt ist die Verbindung gelöscht. Ich kann jetzt die Nummer einfach bei einem anderen Patienten, bei dieser Katze hier zum Beispiel, kann ich da reingehen und kann diese Nummer reinschreiben und kann die neu verknüpfen. Und dann ist die Pyramide gewechselt von einem zum anderen. Lässt sich also jedes problemlos machen. Dauert, sagen wir mal, keine Minute, dann hat man die gewechselt. Ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, geh nochmal zurück auf den anderen, den du gelöscht hast. Ja. Ah, da ist die. Dann ist die Nummer auch raus. Dann ist die Nummer auch raus. Genau. Ja, genau. Also du kannst, also ich habe mir gerade eben gedacht, die Verschränkungsnummer kann drin bleiben. Ich deaktiviere die nur über die Schaltfläche, aber scheinbar muss die dann raus. Und wenn ich den Patienten nochmal brauche, muss ich die wieder eingeben. Nein, du hast das genau richtig gesehen. Die bleibt drin. Wenn ich jetzt hier reingehe, ja, genau. Ist immer noch farbig und ich kann die dann wieder verschränken. Ich kann sogar, wenn ich Lust habe, mehrere Adressen für eine Pyramide nehmen. Also zum Beispiel in der Familie ist der Vater, die Mutter, 2 Kinder, Hund und Katze. Dann könnte ich 5 Adressen eingeben und könnte überall die gleiche Nummer reinschreiben und muss der Familie dann nur eine Pyramide geben. Mhm. Damit habe ich praktisch, wenn ich für den Vater was schicke, wird die Pyramide genommen, der Empfänger ist der Vater und deswegen kriegt es auch nur der Vater. Mhm. Wenn ich für die Katze was mache, ist die Katze der Empfänger, aber der Transmitter sozusagen, der es übermittelt, ist die Pyramide, die schickt es weiter und dann kriegt es auch nur die Katze. Okay. Mhm. Es sei denn, ich mache eine neue Adresse und die heißt Familie Müller und da ist eben die ganze Familie drin, dann müsste ich es nur an eine Adresse schicken und dann weiß das Feld, da ist Vater, Mutter, Kinder, Katze, alles mit drin. Mhm. Das muss ich in meiner Organisation regeln. Ja, das muss ich, ist schon bestellt, das muss ich ausprobieren. Okay. Danke. Gerne. Sind sonst noch Fragen da? Ich gehe nochmal raus.
Wenn die Hausbank. Ich würde gerne wissen, ob man die jetzt schon bestellen kann, ob das jetzt möglich ist und wie lange das ungefähr dauert, bis die dann da wären. Ja, also ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, um eine herzustellen. Also, und da bin ich ja nur 5 Minuten dabei. Den Rest macht ja der Drucker. Ich habe jetzt noch Material für circa 20 Pyramiden da, aber es sollen nächste Woche weitere 25 kommen. Und je nachdem, wie viele Bestellungen reinkommen, mache ich das dann entsprechend, sodass in der Regel eine Lieferzeit von einer Woche maximal ist. Okay, danke. Gerne. Ich würde dann welche bestellen. Ja, ihr müsst es, ich kann mir es aber nicht merken, ihr müsst es dann. Nee, ist klar, ich bestelle es richtig offiziell. Super. Ja? Vielen Dank, Wolfgang, für den interessanten Abend und auch durch die vielen Fragen. Und meine eigenen auch. habe ich auch gelernt. Dann wünsche ich euch allen auch frohe Ostern und wir sehen uns danach wieder. Super. Ja? Also, auch allen. Frohe Ostern. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.